insofern begrüße ich Sie auch, freue mich, dass Sie da sind. Es geht um zwei Bücher heute, Es war einmal in Brasilien und Reden wir über Demokratie von Paula Macedo-Weiß. Und vielleicht noch dazu gesagt, Paula Macedo-Weiß ist einerseits Kulturproduzentin, sie ist Präsidentin der Stiftung Museum Angewandte Kunst in Frankfurt. Sie ist Co-Gründerin des Netzwerkes Paulskirche und eben Autorin und Publizistin. Und wir hatten eigentlich gedacht, dass wir, wir reden eigentlich mehr über das zweite Buch, reden wir über Demokratie. Aber aus gegebenem Anlass, wie schon gesagt, der Wahl in Brasilien, auch dieser ungeheuer knappen Wahl, wo man eigentlich noch gar nicht richtig weiß, wie das Ganze eigentlich ausgeht, ist es vielleicht doch interessant, mehr aus dem ersten Buch, aus deinem ersten Buch zu lesen, Es war einmal in Brasilien, weil es im Grunde genommen für mich zumindest aufmacht, wie kommt man eigentlich zu einer bestimmten Haltung oder so, um dann später sich derart für eine offene demokratische Gesellschaft einzusetzen, das immer angebunden an Kunst und Kultur. Und wie kommt man dazu, ein Buch auch zu veröffentlichen, Reden wir über Demokratie, wo wir wissen, dass die im Grunde genommen sozusagen die Säulen der Demokratie nicht nur bei uns, aber doch ganz, sagen wir mal, poröser geworden sind. Und insofern finde ich es aber gut, dieses erste Buch von Paula Macedo-Weiß, weil es eben sehr, sehr persönlich ist, weil es sozusagen in eine gesamt andere, gänzlich andere Geografie uns mitnimmt und weil es sozusagen anhand der Familiengeschichte eben deutlich macht, wie Paula zu ihrer Haltung auch gekommen ist. Und wir haben es mal, drehen es mal ein bisschen um. Ich lese sozusagen mal am Anfang aus ihrem Buch. Und dann übernimmt Paula Macedo-Weiß und ich beginne jetzt mal. Ich, also Paula Macedo-Weiß, wurde 1969 in Londrina geboren, im brasilianischen Bundesstaat Paraná, 6 Tage nachdem der erste Mensch seinen Fuß auf den Mond gesetzt hatte. Eine schwere Geburt, ich war einer der ersten Überlebenden in Brasilien. Das Krankenhaus São Leopoldo, in dem ich geboren wurde, gibt es nicht mehr und der Arzt, der mir ins Leben half, nahm sich später aus Liebeskummer sein eigenes mit einer Säge. So wie mein Vater mir die Geschichte nicht ohne Überhöhung schilderte, dürfte dies schon mein Leben geprägt haben, denn es geht darin um Liebe, Verzweiflung und Entschlossenheit. Wie es der Musiker Jorge Benjor ausdrücken würde, kam ich in einem tropischen Land zur Welt, das von Gott gesegnet und von Natur aus schön ist. Ja, das ist wahr, aber 1964 erschütterte auch ein Militärputsch das Land und zwang es in die Knie. Die Militärs übernahmen die Macht, drängten den rechtmäßig gewählten Präsidenten João Goulart ins Exil, der nach Uruguay ging und später nach Argentinien. Das Land hatte sich damals in einem Modernisierungsprozess befunden. Die brasilianische Gesellschaft entwickelte sich rasant von einer rückständigen Agrargesellschaft zu einer vorwiegend städtischen Industrienation. Das Militärregime brach mitten in diese Entwicklung hinein und die Veränderungen nahmen ihren Lauf, nun aber nicht mehr wie vorgesehen mit dem Ziel einer humanen Gesellschaft. Im Gegenteil, es kamen finstere Jahre. Die permanente Missachtung der Menschenrechte, politische Unruhe, Einschränkung der Bewegungsfreiheit, der Pressefreiheit, der Meinungsfreiheit waren in dieser düsteren Zeit Alltag. Leute wurden festgenommen, gefoltert, verschwanden, wurden ermordet und viele mussten ins Ausland fliehen. In dieser Zeit der Notstandsgesetze wuchs ich auf, umgeben von Politik und von Träumen. Und dann wäre vielleicht gleich da die erste Frage, wie verbinden sich Politik und Träume? Ja, erstmal guten Abend. Ich freue mich, hier zu sein. Peter, vielen Dank für dein Haus und ja, es ist sehr schön, hier zu sein. Matthias auch, dass du das heute übernimmst und moderiert. Und es ist sehr schön, so, wenn jemand anderes liest. Es ist so distanziert und hat eine ganz andere Wirkung. Deine Frage war, wie es von Träume und Politik kommt, oder? Nein, wie es wie das zusammengeht, Politik und Träume. Ach, das geht nur zusammen. Ich glaube, man kann keine Politik machen, ohne zu träumen. Politik ist Traumgestaltung sozusagen. Wenn ich in etwas glaube, dann muss ich alles daran setzen, in diese Karte, dass das
dass das zu meinem Ziel kommt, aber das Ziel ist immer ein Träum von jetzt in die Zukunft. Mhm. Ja. Dann denke ich, können wir weitergehen vielleicht und du erzählst etwas aus deiner Geschichte, ja, von deiner Mutter. Okay, dann fange ich an jetzt zu lesen. Als meine Mutter 1978 beschloss, mit uns auf die Fazenda zu ziehen, ihre Kinder auf dem Lande meines Großvaters aufwachsen zu lassen, näher bei ihm zu sein, war dies eine zumindest außergewöhnliche Idee. Vielleicht inspiriert von Elis Regina, eine brasilianische Sängerin, und ihrem Lieblingslied Casa no Campo, Haus auf dem Land. Oder aus zwei ganz rationalen Gründen. Zu einem war wieder Wahljahr und mein Vater kandidiert für die Abgeordnetenkammer in Brasilien, bereist ohne Unterlass alle vier Ecke des Landes und warb für sich. Zweitens hatte die Erbgemeinschaft nach dem Tode meines Großvaters beschlossen, all seine Landbesitze zu verkaufen, außer unserer geliebten Santa Guilhermina, wo wir unsere Ferien verbracht. Bis dahin hat sich ein jüngerer Bruder meines Großvaters, Onkel Odilon, um die Kaffeeplantagen gekümmert, die er im Laufe seines Lebens im Bann seiner Leidenschaft für den Kaffeeanbau erworben hatte. Mit dem Verkauf der Landerei war auch klar, dass er sich fortan nicht mehr ums Geschäft kümmern sollte. Da meine Mutter eine große emotionale Bindung zu meinem Großvater gehabt hatte, fühlt sie sich nun auch verpflichtet, dessen Erinnerung zu bewahren und entschloss sich, die Verwaltung der Fazenda zu übernehmen, die Lieblingsbesitztums meines Großvaters mit damals 370 Alqueires Kaffee in voller Pracht. Als meine Mutter den Besitz 1978 übernahm, war sie im brasilianischen Agrobusiness eine der ersten Frauen. Sie hatte Jura, Journalismus und Psychologie studiert und war nun von einem Augenblick auf den anderen Landwirtin. In der männlich dominierten Landwirtschaft in Brasilien der 70er Jahre hatte sie es mit Großgrundbesitzer, Genossenschaften, Bankdirektoren und deren Arbeitskräfte zu tun. Und so groß war die Herausforderung, dass sie eine Kaffeemonokultur geerbt hatte, die durch den Kälteeinbruch vollkommen am Boden lag. Als sie den Besitz übernahm, ließ sie einige Hektare Kaffee neu anpflanzen, mehr von Nostalgie getrieben als durch rein Geschäftssinn. Eine Hommage an meinen Großvater und seine Liebe zu Kaffeeanbau, eine Fortführung der Tradition und Bewahrung seines Erbes. Aber das reicht ihr nicht. Sie machte aus dem Besitz einen Musterbetrieb, führte den alternierenden Anbau von Getreide und Soja ein, den Zwischenbau von Ozeanen, investiert in neue Technologie und in für die Regionen neue Kultur und engagiert sich vor allem für die Verbesserung der Lebensqualität ihrer Angestellten, baut eine Gemeinschaftswerke für die Arbeiter auf. Traditionell war die Landarbeit in Brasilien eine Art Knechte. Das Landarbeiterstatut von 1963 war eine große Errungenschaft gewesen, das sich in weiten Teilen an der 1943 eingeführte Arbeitsgesetzgebung für Industriearbeit orientiert, auf dem Land aber nur begrenzt Anwendung fand. Für Landarbeit galt nur die Hälfte des Mindestlohns und die Gesetzgebung galt ausschließlich für Männer. Frauen und Minderjährige waren von den Arbeitsgesetzen nicht erfasst. Erst mit der nahe der Diktatur erarbeiteten Verfassung von 1988 wurde auch Landarbeiter in die allgemeine Sozialversicherung aufgenommen und mit einer Reihe von Absicherungen, etwa die Rente mit 60 für Männer oder mit 55 für Frauen, eine invalide Rente und Lebensversicherung, Mutterschutz und Krankenversicherung, die sie bis dahin nicht gehabt hatten.
Mein Vater hat sich immer für solche Maßnahmen eingesetzt, die dann endlich in der Verfassung von 1988 aufgenommen wurde. Auch deswegen war dieser persönliche Ansatz meiner Mutter für die Verbesserung ihrer Angestellten der 70er Jahre so wichtig. Indem sie die Versender dann auch noch zu einem rentablen Betrieb machte, würde sie ein Vorbild für eine ganze Generation. Sie war sich stets ihrer privilegierten Position bewusst gewesen und fühlt sich nicht immer wohl damit, sich nicht in die gängigen Muster zu fügen. Die Verbindung mit meinem Vater hatte ihr neue Horizont eröffnet und sie dahin bestärkte, kritisch zu sein und aktiv zu werden. Sie engagiert sich für eine bessere Gesellschaft in unterschiedlich karitativen Projekten, aber eher im weiteren Sinn des Wortes, nicht nur paternalistisch im Sinn von geben, sondern aktiv in dem Versuch, Möglichkeiten zur Teilhabe und Bildung zu schaffen. Neben ihr Bemühen, das Leben ihrer Angestellten zu verbessern, gründet sie Institutionen zur Unterstützung von Straßenkindern, unterstützt Selbsthilfeorganisationen in bedürftigen Wohnvierteln, engagiert sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen alter Menschen und ganz persönlich für krebskranke Kinder. Sie macht vollkommen überparteiliche Politik auf ihre eigene Weise, geleitet von wahre nächste Liebe. Ja, wir haben also von einer sehr starken Person gehört, deiner Mutter. Du hast natürlich, ich kenne ja ein bisschen deine Geschichte, dass dein Vater für dich sehr, sehr stark war. Aber mir war es wichtig, sozusagen diese Passage mal zu lesen, weil ich dann das Gefühl habe, dass deine Mutter natürlich auch immer wieder mit deinem Vater mitgegangen ist. Weil ihr verlasst nach dieser Zeit 1978 Londrina und geht nach Brasilia, also in die Hauptstadt Brasiliens, weil dein Vater Abgeordneter der MDB, der Movimento Democrático Brasileiro, wird. Sozusagen also ganz aktiv, vorher Anwalt, in die Politik geht. Wie war der Umzug aus so einer Gegend, Kaffeeplantage, das Leben mit der Mutter, die sich als Frau ja auch sozusagen eine neue Rolle nimmt, auch in der Gesellschaft und das ja auch reflektiert. Wie war das Leben oder der Unterschied dann? Ja, ich glaube, wichtig ist zu sagen, dass das Buch ist aus einem Grund entstanden. Also damals, als Bolsonaro gewählt wurde als Präsident von Brasilien, war ich und waren viele schockiert. Wie konnten wir nach so langen Kämpfe wieder alles, was wir geschafft haben, wieder zu erreichen, zur Disposition zu stellen. Und das war die Hauptmotivation, dieses Buch zu schreiben. Das ist ein Buch, das erzählt über meine Kindheit und Jugendlich während der Diktaturzeit in Brasilien. Mein Vater war Politiker von der Opposition. Und ich habe das ganz nah miterlebt, diese ganze Diktaturmacht und auch die Redemokratisierung von Brasilien. Und ich habe nicht immer in der Farm gelebt, das war nur ein Jahr. Mhm. Davor habe ich in der Hauptstadt von Paraná gelebt und dann waren wir, aus der bekannten Grund, warum ich das gelesen habe, ein Jahr dort. Mhm. Und dann sind wir nach Brasilien, in der Epizentrum des ganzen Geschehen, sagen wir so. Und als Kind war ich schon so, man hat gespürt, man ist in ein besonderes Ort, in ein besonderes Moment. Und, und ich glaube, das ist, was mir so hängen geblieben von dieser Zeit. Und das war schon sehr bewegend, so da zu sein in diesem Moment. Und ich glaube, das hat mich für immer geprägt. Und das meinst du mit einer gewissen Haltung. Also, ja. Wie kommt man zu politischem Bewusstsein? Wie baue ich dieses Bewusstsein? Und ich hatte das Glück, und das Buch geht nicht um mich, es geht um die kleine Paula, die das erlebt hatte als historische Figur, die wir alle sind in bestimmten Momenten unserer Leben. Und diese kleine Paula hatte das Glück, in einem bestimmten so Umfeld groß geworden zu sein, die sehr viel Anreize so angeboten würde. Mhm. Ja.
Jetzt hast du ja schon von der Militärdiktatur gesprochen, von 1964 an bis 85. Zeitgleich oder mit ein bisschen Versatz gab es ja Militärdiktaturen in Argentinien, in Chile und auch in Uruguay. Womit erklärst du dir das, dass gerade sozusagen, das waren eigentlich nicht wirklich arme Länder. Uruguay galt eigentlich so als die Schweiz Lateinamerikas, auch Argentinien kann man nicht von einem wirklich armen Land sprechen. Warum sozusagen sich ausgerechnet in diesen Staaten über längere Zeiträume Militärdiktaturen hielten oder überhaupt sozusagen das Militär an die Macht kam? Ja, ich glaube, die Erklärung ist, dass, also, dass diese ganze Diktatur in Südamerika waren die Kollateraleffekte, sagen wir so, von dem Kalten Krieg. USA wollte die Hegemonie über Lateinamerika haben und in eine bestimmte politische Linie bringen. Und dafür haben sie so konspirativ mit alle verschiedenen so, Kräfte, so rechts orientierte Kräfte in Südamerika sich gebündelt und so entstanden so mehrere Diktaturen gleichzeitig in Südamerika. Hm. Es geht ja dann um den Umzug nach Brasilia, eben auf der zentralen Hochebene des Landes und das ist, glaube ich, die nächste Textstelle. Okay. Ich muss gucken hier, wo mein Zettel. 101. Ja. Der Umzug nach Brasilien auf den Zentralhochebene des Landes bedeutet in den 70er Jahren eine große geografische und auch klimatische Veränderung. Die Region wird von der Savanna-Vegetation des Cerrado bestimmt und unterscheidet sich deutlich von der im Süden mit ihrer atlantischen Regenwald. Es herrscht tropische Höhenklima mit feuchte, verregnete Sommer und extrem trockene, langen Winter. Die modernistische, einheitliche Architektur und das harsche Klima ließen wahre Fata Morganas entstehen. Oskar Niemeyer, der Architekt von Brasilien, sagt einmal sehr zutreffend: Wenn jemand nach Brasilien kommt, fragte ich, ob er das Kongressgebäude gesehen hatte und ob es ihm gefallen hatte. Und ich kann mir sicher sein, dass egal, ob es der Person gefällt oder nicht, sie nie sagen kann, sie hätte schon einmal etwas Vergleichbares gesehen. Juscelino Kubitschek, der Präsident der Brasilien bis zu seiner Einweihung am 21. April 1960 einrichten ließ, hatte sozialistische Ideale und engagiert daher ein Team von Fachleuten mit ähnlichen politischen Ansichten. Sein Anspruch war der Bau einer Stadt mit den geringsten möglichen sozialen Unterschieden. Brasilien ist eine Planstadt, auf dem Papier entstanden, ein Symbol der Modernisierung und der nationalen Integration Brasiliens. Der Plano Piloto, genannte Grundriss von Lúcio Costa, den Großarchitekt der modernistischen Bewegung Brasiliens, erhielt, wie man weiß, damals den Zuschlag und Costa beauftragte dann der junge Oskar Niemeyer mit den Leitung der Architekturabteilung. Der Bau von Brasilien setzt neue Maßstäbe in der Stadtplanung und Architektur. Der Grund hieß der Stadt Ente, ein Flugzeug. Im Mittelpunkt stehen die Bauten der Staatsmacht und auf den Flügen wohnen die Kongressabgeordneten, die Bürokraten, Beamten und so weiter. Doch bereits Lúcio Costa erkannte in den Grund hieß der Stadt noch etwas anders. Sie entstand, wie man einen Ort markierte oder in Besitz nimmt. Zwei Striche, die sich in rechte Winkel durchkreuzen, eine Kreuz also. Die Vision der beiden Architekten war, die eine integrative Stadt nach den sozialistischen Prinzipien Juscelino Kubitschek und Oskar Niemeyers. Die Praxis allerdings sah anders aus.
Schon von Anfang an bildet sich rund um die Stadt herum sogenannten Satellitenstädten, in der die geringen bezahlten Arbeiter unterkamen. Wir lebten in Brasilien in einer der Parlamentariern vorbehalten Superquadra, die so bezeichnend Quartieren auf den Nord- und Südflügen des flugzeugförmigen Plano Piloto sind nummeriert und wir wohnten in 302 auf den Nordflügel. Die Ursprungsidee war die eines für alle offene Wohnquartiers gewesen, statt eines geschlossenen Viertels. Aber für mich bedeutet dieses Leben in einem Superquadra einem Parlamentarier vorbehalten, genau abgegrenzte Bezirke inter pares, vor allem, dass wir uns als Kinder der Parlamentarier frei dort bewegen konnten. Die Welt innerhalb des Quartiers war praktisch autonom und auf sich selbst konzentriert, Abschottung und Gemeinschaften. Wir wohnten in 6-stockige Häuser mit 2 Wohnungen pro Geschoss. Alles nach dem gleichen Muster. Jedes Viertel besaß eine gemeinsame Zufahrt. Es gab keinen Straßenverkehr. Wir Kinder profitieren davon. Wir konnten uns auf den Straßen aufhalten, in Banden von Haus zu Haus ziehen, Rollschuh laufen, Fahrrad fahren, uns überall draußen aufhalten, auf den Grundflächen spielen und unsere kleinen und großen Dummheiten machen. Das ist für uns jetzt natürlich nicht mehr so richtig vorstellbar, in sozusagen so einem abgeschirmten Gebiet zu leben. Ich kenne das auch von vielen Reisen in Südamerika. Ich kenne es auch aus Italien, wo es abgeschirmte Gebiete gibt. Wie kommt man dann überhaupt noch sozusagen in Kontakt mit anderen Menschen, die sozusagen nicht in dieser Superquadra leben? Ja, man kommt die ganze Zeit in Kontakt. Ja, ja, man muss über die Schule gehen. Das heißt, die Schule war außerhalb? Oder? Ja, die Schule war außerhalb. Ach so, das war dann wirklich das reine Wohnen und aber Schule war außerhalb. Und man hatte so ein bisschen Einkaufszentren in diese Viertel, aber das war nicht viel. Man ist schon draußen gegangen, ins Kino zu gehen oder ins Theater zu gehen und in die Schule zu gehen. Frankfurt hat das ja auch gerade probiert mit dem Europaviertel. Ja. Und es ist, denke ich mal, ich habe mit meinen Studierenden, haben wir dann mal die BewohnerInnen befragt, überhaupt, wie das eigentlich geht in so einem, einer fast stalinistischen Architektur, finde ich. Dann gleichzeitig derart abgeschirmt mit großen Freiflächen. Und dann stellte sich aber heraus, es gibt auch eigentlich keine Cafés und nur ein Einkaufsgeschäft und so, dass das ganze Viertel kaum bewohnt ist, weil es rein für Investoren und Investorinnen eigentlich gebaut wurde. Die Wohnungen alle verkauft oder größtenteils verkauft, aber völlig unbewohnt. So, also da sieht man, ich meine, das war mit Sicherheit ganz anders. Aber glaubst du, dass überhaupt sozusagen so auf dem, ja, in der Art sozusagen geplante Städte, gibt es hier einige auf der Welt, dass da sich jemals sozusagen wirklich ein alltägliches Leben auch einfinden kann? Ich glaube schon, Brasilien war schon so ganz schnell so, so mit eigenem Leben bewohnt, obwohl die Leute, die da hingegangen sind, von überall gekommen sind. Oder vielleicht deswegen, weil diese Mischung das möglich machte. Es gibt auch in Frankreich, oder? Montpellier ist auch so, oder? Oder wo ist sie da? Nur weil Città in Italien Stadt, wo oder so. Geboren genau. ist, sie ist auch eine Stadt. Und ich glaube, klar, am Anfang ist kahl und schwierig, aber dann das Leben so siegt, würde ich sagen. Ja. Und der Urwald holt sich das Grün zurück. Das ist oder Detroit. So. Das ist Detroit. Genau. Es geht dann eigentlich weiter in deinem Buch. Du kommst zum Ende der 1970er Jahre. Das ist noch nicht ganz das Ende der Militärdiktatur. Aber es taucht auch sozusagen, oder sagen wir mal so, du versuchst eigentlich da auch eine Definition dessen, was oder eine Reflexion dessen, was von der Militärdiktatur verhindert bzw. ausgelöst wurde. Die Seite 119, wenn du da weitermachst.
Okay, ja. Ja. Das Ende der 70er Jahre war bestimmt von einigen für unsere Gesellschaft entscheidenden Auseinandersetzungen. Der Beginn des Kampfs für die Rechte der Indigenen und der Widerstand gegen Maßnahmen der Militärregierung gegen diese Völker war eine davon. Mit erklärten Zielen der Erweiterung seiner Binnengrenzen, der Expansion ins Hinterland, versuchte das Regime eine großflächige Entwicklung voranzutreiben und weitere Städte zu gründen sowie Straßen zu bauen und die Geschäftstätigkeit dort auszuweiten und die gesamte Amazonasregion zu besiedeln. Die indigene Bevölkerung war zu ihrem Pech, diese monströse Projekte aus Sicht der Militärs in Weg. Expansion bedeutet also die Ausrottung ganzer Völker, die Ermordung von Einzelpersonen und ganzen Gruppen, Verfolgung, Festnahmen, Folter und andere Grausamkeiten wie den Verkauf von Kindern, Zwangsarbeit und Zwangsprostitution sowie die Vernichtung von Dörfern durch Dynamit und die Verbreitung von Viren. Alles vorangetrieben vor allem durch Großgrundbesitzer, zumindest am Anfang, und von Staat toleriert, später dann von Staat selbst durch die eigene Repressionsorgan betrieben, eine auf systematische Vernichtung der Indigene gerichtete Staatspolitik. Claude Andujar, eine Schweizer Fotografe, eine Shoah-Überlebte, die die brasilianische Staatsbürgerschaft aufgenommen hatte, war eine der herausragenden Aktivisten dieser Causa. Sie entschied sich, den Fotojournalismus aufzugeben und dauerhaft in Roraima und Amazonas zu leben und wohnte von 1971 bis 1977 in indigenen Dörfern, um die jeweiligen Völker und ihre Leider besser kennenzulernen. Setzt sich dann für die Yanomami ein. 1978 müssen sie aufgrund der Nationalsicherheitsgesetz der Militärregierung und der indigenen Behörde FUNAI das indigene Land verlassen und ging nach São Paulo zurück, wo sie wissenschaftliche Forschung zur Ausrufung eines indigenen Territoriums der Yanomami anstieß. Eine zähe und beispielhafte Kampfe, den sie seitdem unermüdlich fortführt. Es gibt keine genaue Schätzung, wie viele Indigene unter der Diktatur getötet oder gefoltert wurden, wie groß das verursachte Leid war. Mit dem grotesken Plan der Expansion in Inland zerstörte die Militärs außerdem nebenbei eine Teile des Amazonas-Regenwalds und seine Lebenswelt. Entwaldung, Stadtgründung, Straßen und Landwirtschaft, das alle im Namen der Landnahmen und der Entwicklung der Region gekennzeichnet dieses Jahr der durch die Regierung vorangetriebenen Ausbeutung des Waldes. Unter der Militärdiktatur stand die Amazonaspolitik unter dem Motto »Integrieren statt aufgeben« und »Menschenleeres Land« für landelose Menschen. Eine schlimme Politik und Ideologie. Die Diktatur verankert in der Vorstellungswelt der Brasilianer den Gedanken, dass der Amazonaswald ein Territorium sei, das man ausbeuten könne. Denn Amazonas hatte dem Zentrum zu dienen, nach einer Logik, die nach wie vor, auch heute, noch im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts den Gedanke des Kolonialsystems folgt, nach dem die Peripherie, dem Mutterland nützlich zu sein haben. Und genauso denkt Bolsonaro heute. Der 80er Jahre zeichnet sich durch das weltweite Aufkommen von Umweltbewegung aus. Auch in Brasilien würden wir uns den Schrecken und der Zerstörung bewusst, der die Umwelt angetan werde
und das führte zu einer großen Besorgnis um das Amazonasgebiet und seine Bevölkerung. Wir nannten ihn, um seine immens Bedeutung für die Menschheit herauszustellen, die Lunge der Welt, was sich nicht ganz zutrifft, denn er verbraucht alle Sauerstoff, den er erzeugt, selbst. In hitzige Diskussion verteidigen wir unsere Sache, die schließlich auch von den Medien aufgegriffen würde und landesweit und international Betrachtung fand. Wir sind immer noch da, habe ich das Gefühl. Ja, das Gefühl habe ich auch. Insofern könnte man eigentlich fast an der Stelle ins Hier und Heute springen und fragen, welche Rolle spielt sowohl für Lula da Silva als eben auch für Bolsonaro der Regenwald oder heutzutage überhaupt der Gedanke an eine zu erhaltende Umwelt. Kann man das eigentlich jetzt so trennen? Ist das sozusagen die Politik des einen, steht die eher für den Erhalt und die von dem anderen eben überhaupt nicht? Und wieso kommt es dann vielleicht dazu, dass so knapp doch die Wahl ist, ausgegangen ist, was ja wahrscheinlich das Land auch ganz gut teilen wird? Ja, ich glaube, der Bolsonaro-Politik verfolgt genau diese so Staatspolitik, dass die Militärdiktatur getrieben hatte, dass die Amazonas ist da, um uns zu bedienen und vor allem als Landnahme und auch als eine Orte, die man, eine Territorium, die man zivilisieren muss, als ob keine Zivilisation oder keine Menschen da gäbe. Eine groteske und Politik gegen die originelle Bevölkerung, die er so jeden Tag in seiner Region verfolgt hatte. Lula wiederum in seiner Region, er hatte nicht sehr viel Aufmerksamkeit gegeben für diese Region, hat aber selbst nicht getrieben. Jetzt in seinem Wahlprogramm ist ganz groß geschrieben. Und ich glaube, das ist auch einer von den Gründen, warum er erfolgreich war, obwohl er einen schwerenden Sinn, eine Vergangenheit, die er sich nicht befreien kann, die viele Vorwürfe in seiner Politik auch beinhaltet. Aber er hat geschafft, zu verinnerlichen die Werte, dass die Amazonas für uns ist. Und vor allem hat er verinnerlicht, dass er braucht eine Nationalfront mit mehreren Ideologien. Ein bisschen auch ähnlicher wie diese Sammelbecke, dass bei der Militärdiktatur, gegen die Diktatur brauchen wir Koalitionen, brauchen wir Leute, die unterschiedliche denken, aber für die Demokratie sind. Und so sehe ich jetzt diese neue Regierung von Lula entgegenkommen mit Hoffnung, die er doch dann, obwohl die Wahl so drastisch, so sagen wir so, die Spaltung der Gesellschaft repräsentiert, noch eine Möglichkeit für Dialoge. Und da sehe ich auch die Rolle der Kultur, eine wichtige Rolle für die Kultur in diesem Dialog, weil letztendlich sind kulturelle Werte, die uns voneinander trennen. Hm. Hier in hiesigen Zeitungen wird ja davon geschrieben, dass Lula da Silva für eine Null-Abholzungspolitik einsteht. Ist das wirklich umsetzbar? Nein, umsetzbar ist das nicht. Aber wenn man so eine Politik so betreibt, mindestens hat man Hoffnung. Die Amazonas ist so groß und was Bolsonaro gemacht hat, das war nicht nur, dass er erlaubt hatte, dass man das macht, sondern er hat alle so Kontrollorgane abgebaut. Und jetzt müssen wir das alles wieder aufbauen. Die indigene Organe, die auf die indigene Gebiete aufpassen, die FUNAI wieder Macht geben und die ganze so Umweltkontrollinstitutionen, die abgebaut haben, wieder neue so auf die Beine stellen. Und ich glaube, eine Nullabholzung ist nicht möglich kurzfristig, aber als Ziel ist das schon so machbar. Ich denke, viele werden sich wehren, weil einfach natürlich der Urwald große Profite
verspricht. Und das sind ja erstmal Personen, die man erstmal überzeugt kriegen muss, sozusagen das aufzuhören oder denen etwas Adäquates anbieten zu können. Und dann ist ja, so aber die Biodiversität bietet auch eine unglaubliche Möglichkeit für refinanzieren, sagen wir so. Und da es gibt sehr viele die Möglichkeit, ohne die Urwand zu zerstören, auch vielleicht etwas wirtschaftlich zu zwecken. Aber dafür muss man in Forschung investieren, in neue Möglichkeiten. Und das ist der Versprechen von dieser neuen Regierung. Und ich glaube, man kann schon erwirtschaften, aber mit auch der Bewusstsein zu präservieren. Wie nennt man das? Zu aufrechterhalten. Ah ja. Genau. Nun lesen wir hier auch in den Zeitungen oder in den Nachrichten von Straßensperren, Blockaden, also dass über 320 Autostradas blockiert werden derzeit von Bolsonaro-Anhängern und das wären Lkw-Fahrer. Wer ist eigentlich oder wer sind die, die diesen Bolsonarismus mit betreiben, fördern, stützen? Sind das tatsächlich die Lkw-Fahrer? Ja, da sind eigentlich so, Bolsonaro bedient eine bestimmte Klientel und diese Klientel, die sind meistens weiße Männer, die eine bestimmte Unterschicht der Gesellschaft leben, so von Low Middle Class und dann auf der anderen Seite sind die Reichen, die durch die liberale Politik von seinem Wirtschaftsminister gehofft haben, dass viele abgebaut haben, dass wir geschafft haben mit der Verfassung von 88 und die ganze Arbeitsrechte abzubauen. Das sind zwei unterschiedliche Publikum, aber der Publikum, die jetzt so diese Demonstration machen, das sind vor allem diese männliche Wählerschaft, die auch zum Beispiel den Lkw-Fahrer, die wir alles hier mitkriegt, aber die vielen sagen, sie sind nur da, weil ihre Arbeitgeber verlangen, dass sie das tun. Und das gibt es auch während der Wahl in Brasilien, gab es viele Arbeitgeber, die ihre Angestellten gedroht haben, wenn Lula gewinnt, dass sie die Arbeit verlieren. Und wenn sie diese Boykott jetzt nicht machen oder diese Protest, dass sie auch die Lkw nicht mehr fahren dürfen. Deswegen ist nicht so klar, wie diese Geflechte so gemacht werden. Klar ist aber, dass die Evangelikaler alle auf der Straße auch sind. Und das ist ein sehr skurrile und bizarre Bild, wenn so viele Tausend auf der Straße so wie in Beten, in Heulenden sich die Straße obstruieren, als Protest und an ihn so eine Art von Mythos so gesehen haben. Und das ist schon schockiert. So Halbgott oder Gott. Sogar. Ja, genau. Und das ist schon sehr störenden diese Bilder. Ne? Wie sind wir gekommen? Ne? Was bewegt so einen Menschen, das zu tun? Ja, so. Denkst du, dass die Frage nach der Verantwortung, die wir vielleicht haben, jetzt Deutschland oder so, gibt es die gegenüber Brasilien? Also ich würde ja sagen, schon klar, weil wir sozusagen Teil einer globalen Welt sind, wo eben, sagen wir mal, ein gesundes Brasilien extrem wichtig wäre. Aber siehst du da eine bestimmte Verantwortung von europäischer Sicht, Dinge unterstützen zu können, eine Politik von Lula? Ja, ich glaube, so an dem Tag, wo Lula gewonnen hat, haben schon alle angefangen, hier in Europa zu signalisieren, dass sie wieder diese Amazonas-Fonds wieder Geld geben, sowohl Deutschland als auch Norwegen, die eine von den großen Norwegen, muss man auch sagen, so, sie geben Geld, aber sie zerstören auch viel dort in der Amazonas, weil sie sind die großen Hersteller von Aluminium und sie machen auch dort und dafür müssen sie auch die Urwald kaputt machen und den Flüssen auch schmutzen. So ist da ein bisschen Heulerei. Aber
Ich glaube schon, das wird signalisiert. Und ich frage, ich denke, die Frage der Verantwortung hat sehr viel mit Erinnerungskultur zu tun. Mhm. Und wir haben das nie in Brasilien gemacht. Wir haben weder die Diktaturzeit verarbeitet, noch die Rassismus und die Kolonialzeit und jetzt auch diese ganze Problematik. Ich glaube, es ist viel zu tun, aber ohne dieses Bewusstsein von einer so Kultur der Wiedergutmachung, es ist schwer, so die viele Lücke und die viele Problematik in der Gesellschaft zu stoppen. Aber ich glaube, ich bin guter Hoffnung und ich bin voller Freude und ich denke, das kann nur besser werden. Mhm. Ja. Du sprachst ja auch davon, oder es tauchte vorhin bei dir auf, dass du sagtest, da hat auch die Kultur eine Funktion, sozusagen Dinge mit vielleicht zu reflektieren und dergleichen. Oder in Bezug auf Erinnerungskultur kennen wir das ja. Und da komme ich dann eigentlich direkt schon zu Caetano Veloso, ja, über den du auch geschrieben hast. Und Seite 218. Okay. Ich bin ein großer Fan von Caetano Veloso. Ja, ich als Jugendliche. Sämtliche Konzerte in Deutschland gehört. Ich liebte ihn. 218. So, heutzutage liebe ich nicht mehr. 18, ne? Meinst du? 218, okay. In seinem Lied. In seinem Lied Lingua, Zunge oder Sprache, zitiert Caetano Veloso einen schönen Satz aus dem Buch Der Unruhe von Bernardo Soares, eine der Heteronyme von Fernando Pessoa, den auch mein Vater immer zitiert und das Lob, seinen Ursprung zu besiegen. Besingen. Besingen, sorry. Zuneigung heißt es in diesem Satz, gilt nicht eine Nation, ein Vaterland, ein Gebiet, sondern eine Sprache als Ausdruckes eines einenden Nationalgefühls. Wie auch mein Vater sagte, dass es die Sprache sein, die uns über alle Unterschied hinweg eint. Mein Vaterland ist meine Sprache. Sie ist es im Grunde, die uns verbindet und uns mit all ihren kulturellen Symbolen und Elementen eine Richtung gibt. Caetano Veloso geht noch weiter und schlägt vor, Sprache solle nicht Vaterland, Patria, sein, sondern Fatria, Geschwisterland, von gleich zu gleich und nicht hierarchisch über allen. Die Sprache ist mein Vaterland, das ich nicht habe, mein Mutterland, und als Geschwisterland will ich sie haben, singt er. Das leuchtet mir ein, nicht nur den Vorschlag, meine ganze Jugend war ich eine glühende Verehrerin von Caetano Veloso. Mehr als sein Vaterland oder Mutterland ging es darum, über nationale Werte und Symbole nachzudenken, über eine brasilianische Identität, aus der sich der Kitsch eine geschwisterliche Gesellschaft herausbilden könnte, die noch in Aufbau war. Wir waren aufgerufen, eine wirkliche Demokratie und diese unabhängig von Hautfarben zu errichten. Als Einwohner eines Landes mit einer ethnisch gemischten Bevölkerung, die ihr Wurzeln in alle Welt hatte und auf der Grundlage eines umfassenden guten Willens eine solidarische, großzügig und integrative Gesellschaft zu schaffen, mussten wir nun die Zügel selbst in die Hand nehmen. Wir junge Leute erhielten die Chance, diejenigen zu wählen, die diese überfällige Veränderung umsetzen würde. 1988 erhielten mit der neuen Verfassung auch Jugendliche ab 16 Jahren das Recht, wählen zu gehen, wobei die Wahlpflicht verändert ab 18 galt, eine große Errungenschaft für die Jugend. Das Recht, zur Urne zu gehen und Interesse vertreten zu wählen, erschien mir nun wichtiger denn je,
ein Ausüben des vollen Bürgerrechts. Unsere Gesellschaft und unsere Demokratie lagen in unseren Händen. Wie mein kluger Vater es ausdrückte, wir durften den gesellschaftlichen Prozess und den politischen Prozess nie außer Acht lassen. Jeder bewusste Mensch trägt Verantwortung für die Zukunft, aber jeder verantwortungsbewusste Mensch trägt auch eine Last. Das Leben ist Kampf. Leben bedeutet bewusst kämpfen. Die Welt hat sich nicht aus Tatenlosigkeit verändert und sie wird sich nicht tatenlos verändern. Veränderung vollzieht sich jeden Tag. Ja, das ist im Grunde genommen dann eigentlich schon die Überleitung zu deinem nächsten Buch, was man ja auch übersetzen könnte sozusagen. Demokratie braucht immer wieder sozusagen tatkräftige Menschen. Sie ist irgendwie nichts Festes oder was uns einmal gegeben ist, sondern bedarf der ja, stetigen Bearbeitung, Erarbeitung auch, frei nach dem Motto eigentlich gestalten wir, wie wir leben wollen. Ja. Du bist aus Brasilien weggegangen, kamst nach Deutschland, vielleicht noch mal, wenn du dazu noch mal ein bisschen was dazu sagst, damit man jetzt diesen Sprung auch mitbekommt. Ja, wie ich schon gesagt habe, das Buch hier ist so eine Erinnerung an meine Kindheit, aber ist so sehr distanziert. Das ist das Paula-Kind, die ihre Erfahrung und ihre, so, die Aufbau ihrer politischen Bewusstsein erzählt und wie es dazu gekommen ist. Dieses Buch hier, den zweite, das sind so 14 Essays, die ich in einer brasilianischen Zeitschrift also während ein Jahr veröffentlicht habe, zu dem Thema Demokratie. Und das ist während 20 und 21 habe ich das geschrieben. Und das ist eher, würde ich sagen, so das Erwachsenenbetrachtung auf das Ganze. Ich kam nach Deutschland zu promoviert. Ich wollte, nachdem ich diese Erfahrung mit meinem Land hatte, Professorin für Verfassungsrecht werden. Und ich kam nach Deutschland bei Kirchhoff zu promoviert bin hängen geblieben. Wie das Leben so ist, es ist immer voller Überraschung und ich bin immer noch hier und ich bin gerne hier. Und und dieses Buch wiedergibt ein bisschen so die Gedanken, die ich habe, was wir alles machen müssen oder wie können wir mit unserer eigenen Kraft so unsere Gesellschaft gestalten und in welche Werte ich glaube, dass wir so setzen müssen, damit das möglich ist. Und vor allem in Kultur, das ist meine, ich setze alle Karten in Kultur. In den Schaffen von möglichen Möglichkeiten zur Teilhabe in einer Gesellschaft. Ich finde, es sind wirklich lohnenswerte Essays, die da entstanden sind, weil du natürlich auch sehr viele Menschen, die sich aus sehr unterschiedlichen Bereichen mit eigentlich der Verfasstheit der Demokratie beschäftigen, du dich auseinandergesetzt hast. Das sind Interviews mit ihnen zum Teil. Du hast für heute ausgesucht ein Essay mit dem Titel Gesellschaftlicher Zusammenhalt, der Schlüssel zur Zukunft? Fragezeichen. Ja, und das ist, was wir in Brasilien brauchen. Nein, ich glaube nicht nur in Brasilien. Genau, aber da momentan sehr viel. Seit der Redemokratisierung mit der Verkündung der Verfassung von 1988 in Brasilien erleben wir einen der schwersten Momente der Geschichte Brasiliens. Es besteht die reale Gefahr, dass wir wieder zu einem autokratischen und inhumanen System zurückkehren. Ich muss nur sagen, dass dieser Text im August 2021 geschrieben wurde und deswegen vor der Wahl, aber trotzdem hat immer noch Berechtigung. Der amtierende Präsident verteufelt und verspottet immer wieder die Verfassung, die Demokratie, die Gewaltteilung und unsere Institutionen.
Der Hunger wütet im Land. Der Stadtstreiche, die Machtkrise, die ausbleibenden Wahlbeteiligungen, die Arbeitslosigkeit und die Vernachlässigung des Lebens durch den Präsidenten beherrschen die öffentliche Debatte. Und dennoch bleibt ein Teil der Gesellschaft gleichgültig gegenüber dem Niedergang des Landes. Amos Oz, israelischer Schriftsteller, stellte in seinem Buch Lieber Fanatiker drei Plädoyers von 2018 die unausweichliche Frage: Was tun, wenn man ständig Tür an Tür mit Schmerzen, mit Ungerechtigkeit, Unterdrückung, Gewalt, Demagogie, Chauvinismus, religiöse Fundamentalismus und Fanatismus lebte? Was soll man tun? Zitat Ende. Würde es ausreichen, auf die Tragödie hinzuweisen? Als Brasilien 2013 Ehrengastland der Internationale Buchmesse in Frankfurt am Main war, hatte der Schriftsteller Luiz Rufato in seiner Eröffnungsrede eine umfassende Analyse von Brasiliens Geschichte bis zur Gegenwart vorgenommen, in denen er auf die Spuren des Kolonialismus einging, der uns seit Jahrhunderten geprägt hatte. Von der deutschen Presse gelobt, würde ein solches höheres und reales Röntgenbild unseres Landes auf der internationalen Bühne von einigen Sektoren in Brasilien abgelehnt. Schmutzige Wäsche wird zu Hause gewaschen, erwiderten sie. Wann wäre also eine Übung in Kritik und vor allem Selbstkritik wünschenswert und angebracht? Wie, wenn nicht so, konnte man die brasilianische Gesellschaft für die Risiken sensibilisieren und sie zu sozialen Zusammenhalten auffordern? Und was verstehen wir unter Zusammenhalt? Die deutsche Politikwissenschaftlerin Nicole Deiterhoff stellt fest, dass es kein einheitliches, von allen geteiltes Verständnis von Zusammenhalt gibt, sondern ganz unterschiedliche Vorstellungen davon. Alle Verständnisse kreisen jedoch um die Frage, was es braucht, damit sich die Mitglieder einer Gesellschaft über alle Unterschiede hinweg solidarische verteidigen und Institutionen aufrechterhalten können, die für das Gemeinwohl funktionieren. Mit anderen Worten, Zusammenhalt bedeutet, die Interessen aller in einer Gesellschaft zu berücksichtigen, die weiterhin unterschiedlich und oft antagonisch sein werden. Die Bewältigung einer dysfunktionalen Gesellschaft erfordert daher von allen eine gewisse Kompromissbereitschaft. Und das ist keine Selbsthilfe-Guru-Rede, sondern heißt kollektives Bewusstsein. Amos Oz predigt, in meiner Welt sind Kompromiss ein Synonym für das Wort Leben. Und wo es Leben gibt, gibt es auch Kompromiss. Ein Kompromiss bedeutet, den anderen auf halbem Weg entgegenzukommen. Nur diese Pakte würde uns vor den Abgrund bewahren. Es ist jedermanns Aufgabe, ein Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Weltanschauungen zu suchen und das Bedürfnis und das Recht, jedes Einzelne zu respektieren, sich in der gesellschaftlichen Organisation vertreten zu sehen. Kultur, Erinnerungskultur und kollektives Gedächtnis sind auch von grundlegender Bedeutung für das Verständnis des sozialen Zusammenhalts, für den Aufbau einer individuellen und kollektiven Identität und für die Gestaltung einer gerechten und gleichberechtigten Gesellschaft. Und das ist es, was Demokratie voraussetzt. Entweder wir werden uns der anhaltenden Rückschläge bewusst, oder wir werden in einer Vergangenheit aufwachsen, die von Diktatur,
politische und militärische Gewaltherrschaft geprägt sein wird, unterdrückt von Mangel an Freiheit, an Rechten, an jegliche Form von Menschlichkeit. Ja, ich denke, das ist eigentlich ein guter Moment, um vielleicht da gemeinsam drüber zu sprechen, inwieweit der Blick oder mit Blick auf unsere Gesellschaft wir nicht auch schon an so einem Punkt stehen, wo man gar nicht mehr von einer Gesellschaft sprechen kann, vielleicht von schon auch geteilten Gesellschaften, auch die bedingte Energiekrise, die vielleicht hier oder die herrschen wird, führt ja schon, das merkt man ganz stark in Ostdeutschland, zu starken Gegenbewegungen, wo es erstmal darum geht, erstmal generell gegen den Staat zu sein. Und wie weit das die Demokratie angreift, das wird sich, denke ich, an der Stelle auch noch zeigen. Aber sagen wir mal so, es ist an vielen Stellen, so begegnet es mir auch oft, stellt sich so die Frage, jeder denkt sozusagen für sich, aber wo wird eigentlich noch, an welchen Orten wird eigentlich noch sozusagen eine Gesellschaft gedacht? Will ich mich mit einsetzen? Sehe ich mich auch als ein Teil einer Gesellschaft und nicht permanent nur sozusagen als einzelnes Individuum? Welche Möglichkeiten bestehen, welche Räume braucht es dafür, in denen ein Miteinander entstehen kann, ein Austausch sozusagen, um sich auch wieder gemeinsam Gesellschaft vorstellen zu können, auch sozusagen mit Perspektiven. Ja. Es gibt noch ein interessantes Buch von Harald Welzer auf Ihre Frage. Harald Welzer hat ja Futur 2 gegründet und hat jetzt mit seiner wissenschaftlichen Mitarbeiterin ein Buch herausgebracht, Zu spät für Pessimismus. Ja, genau. Das ist ganz interessant, ja. Weil er hat selber gar nicht darüber geschrieben oder darin geschrieben, sondern hat Stimmen eingesammelt von Personen, die für Institutionen arbeiten, ob das Human Rights Watch ist oder sonst wie, die eigentlich tagtäglich mit sozusagen Krise oder wie auch immer, oder Krisen mit Mord, Folter und dergleichen konfrontiert sind und die trotzdem nicht aufgegeben haben und auch bis heute nicht aufgeben. So. Relativ breit zusammengefasst und aus unterschiedlichsten Gebieten. Das ist ganz gut. Ja, das Buch ist gut. Ja. Weiß ein natürlich immer wieder, ne? Wir reden ja oft darüber auch, dass es einen schon manchmal so überkommt, dass man sagt, mein Gott, was habe ich eigentlich noch für eine Möglichkeit? Oder geht das nicht eh schon in eine Richtung? Kann ich überhaupt noch eingreifen in das Gefüge? Doch. Und ja, doch. Es kann auch immer alles noch schlimmer kommen, aber man kann sich trotzdem immer noch wehren. So, ne? Das ist, da ist so eine Form von, also ich glaube, diesen Optimismus braucht es. Also, und der muss uns erhalten bleiben und so. Und da fand ich das dann ganz schön, zu spät für Pessimismus. Also jetzt macht es auch keinen Sinn mehr, pessimistisch zu werden, sondern... Ja. Ein gutes Wort. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Zu spät für Pessimismus. Zu spät für Pessimismus, ja. Ja, dann... Würde ich sagen, bedanken wir uns ganz herzlich bei Ihnen. Ich finde, Sie haben das auch toll gemacht, war eine tolle Art und Weise, dieses Thema rüberzubringen, auch die Bücher in der Diskussion mit Cheers. Allen. Gute Bücher. Danke an alle. Klein, aber fein. Klein, aber fein.